Herzlich willkommen zu einem weiteren Special von Let's Play Digimon World. Und ja, in diesem Special dreht sich alles um Digimon-Karten, die ihr in diesem Spiel erhalten könnt. Ich zeige euch die auch mal. Ich habe auch alle schon freigeschalten. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Diese Karten haben keinen großartigen Zweck. Es gibt zwei Sachen, die ihr mit diesen Karten machen könnt. Ihr könnt sie im Kartenshop verkaufen. Oder ihr könnt sie gegen Points bei Shogun und Gekumon tauschen. Augenblick mal ganz. So, ich musste nur kurz husten. Wie gesagt, ihr könnt sie gegen Shogun und Gekumon gegen Points eintauschen. Und von diesen Points könnt ihr Digitationsgegenstände oder Chips oder ähnliches kaufen. Unter anderem die Wunderroute. Ich zeige euch jetzt erstmal die zwei Orte, an denen ihr Karten kaufen könnt. Ort Nummer 1. Oh, da ist auch schon Piximon. Wir haben einen Trainingsplan schon. Ort Nummer 1 ist der Kartenautomat, den ihr freischaltet, so wie ihr Patamon, Biomon und noch ein drittes Digimon in der Stadt habt. Ich frag mich jetzt gerade nicht, welches. Unser Digimon will dringend was fressen, das machen wir schnell. Jo, der Kartenautomat. Ich zeig euch den mal. Also ihr könnt für 100 Bit eine Karte ziehen. Eine Digitamon-Karte. Naja, auf jeden Fall ist es zufallsbedingt bei diesem Automaten. Überwiegend kriegt ihr die Crab-Karten. Und ja, aber ihr könnt alle Karten bekommen, bis auf zwei Karten an diesem Kartenautomaten. Ich finde, es lohnt sich, wenn man genug Geld hat. Für den Geldtrick lasse ich mal ganz kurz hier einblenden den Link zu meinem Video zum Moyamon-Geldtrick. Während ich euch die zwei Karten zeige, welche ihr nicht am Automaten kaufen könnt. So, hier die Spielerkarte, die kriegt ihr, glaube ich, so wie ihr zum ersten Mal den Kartenshop besucht. Und die Maschinendramon-Karte kriegt ihr, nachdem ihr den letzten Endgegner zum ersten Mal besiegt habt. Jo, und wie gesagt, alle anderen Karten könnt ihr am Automaten kaufen. Ich werde nachher auch alle Karten aufzeigen und alle Karten benennen, auch wenn der Name nicht drunter steht, sollte ich doch alle Karten kennen oder nahezu alle Karten. Man bedenke, dass man nicht alle Karten, die man im Spiel bekommt, auch als Digimon bekommen kann. Also es gibt nicht alle Digimons. Wir gehen jetzt gleich mal zum Kartenshop, welcher sich in der Zahnradsteppe befindet. Ihr könnt da auch hinlaufen. Und ich gehe an die Plateandelschlucht. Mann, bin ich fail. Nee, wartet mal. Zurück mit Autopilot. Wieso sagt ihr mir nichts? Ich drücke auf Plateandelschlucht. Fail, fail, fail. Nee, auf jeden Fall. Dieser Kartenshop befindet sich nur vom 1. bis zum 15. jedes Jahres. Ihr seht es ja da selber. Ein Jahr hat 29 Tage oder 30. Und switcht dann rüber zum nächsten Jahr. Und nur die erste Hälfte des Jahres könnt ihr in der Zahnradsteppe diesen Laden finden. Wenn ihr euch hinteleportiert zur Zahnradsteppe, könnt ihr den Laden gleich von dem Screen, wo ihr hinteleportiert werdet, oder? Ja. Nach rechts, nach links, ja, Seitentausch. Nach links könnt ihr direkt den Kartenautomaten, den Kartenshop finden. Und einen Digipilz mitnehmen. Nee. So, das ist der Kartenshop. Der besteht aus zwei Teilen. Hier ist der Recycling-Shop. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, da könnt ihr verschiedene Sachen kaufen. Ich gucke jetzt gerade mal, was es da gibt. Da gibt es nichts Besonderes außer Hüftsteak. Und ihr könnt Sachen verkaufen. Und er hat keine recycelte Ware. Egal, auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte ist, dass dieser Kerl hier Karten verkauft. Ich muss ganz kurz cutten. Sorry, ich musste husten. So, also dieser Typ, der verkauft Digimon-Karten. Ich zeig euch das mal. Man kann, ich kaufe eine Karte machen und Einzelkarte kaufen. Dann habt ihr hier eine Auflistung von zufallsbedingten Karten. Und hier zum Beispiel eine Mega-Sidramon-Karte, die ich definitiv kaufen werde, da sie 100 Points wert ist. Es lohnt sich immer mal, vor jeden Tag so vorbeizugucken. Aber nicht mehrmals an einem Tag, da sich die Karten immer, soweit ich weiß, jeden Tag ändern. So, die Rare-Karten haben wir direkt mal gekauft. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch Dreierpacks kaufen. Die kosten 500 Bit die Tüte und ihr bekommt drei zufallsgenerierte Karten, in der aber eine höhere Chance auf Rare-Karten ist. Also wenn euch nur noch 5-6 Karten fehlen, kommt hierher und holt sie euch. Numemon, Goburimon und Sidramon. Zum Beispiel Sidramon wäre jetzt eine Karte, die am Automaten nicht so leicht zu holen ist. Also die ist schon leicht zu holen, aber nicht ganz so leicht. Ihr könnt Karten verkaufen. Für Geld würde ich nicht empfehlen, da der Moyamon-Geldtrick viel einfacher ist.
Mit dem Kartenshop gibt's noch was zu tun, und zwar ihr könnt einen sogenannten Duplicate-Item-Glitch hier bei diesem guten Recycling-Typ machen. Den werde ich aber mal in einem Duplicate-Item-Glitch-Video zeigen oder in meinem Let's Play selbstverständlich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir bleiben jetzt mal hier bei beim atmosphärischen Kartenladen stehen und ich zeige euch einfach mal alle Karten, die es gibt. Beginnend mit der Spielerkarte, die Nummer 00 trägt, und die Nummern sind aufsteigend. Die Nummer 1 ist Phoenixmon. Ich hatte übrigens jede Karte 9 Mal, hab die dann gegen Points getauscht. Die Karte Nummer 2 ist Hercules Kabuterimon. Dann folgt Mega Sidramon, die Nummer 3. Shogun Gekomon. Miotismon. Und was ich vielleicht dazu sagen sollte, die Karten sind in verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt. Die seltenste Stufe beginnt, also die Spielerkarte zählt nicht mit, von Phoenixmon bis Miotismon. Alle diese Karten sind 100 Points bei Shogun Gekomon wert. Dann kommt Metallgremon mit der Nummer 6, Mamemon, Monsaemon, das ist die Gemon, das wir haben, Skullgremon, Metall Mamemon, Vademon, Andromon, Girumon, Etemon, Megadramon, Piximon, fettes Eimon, nein, Digitamamon, Gekomon, Varumon Saemon, der Endgegner aus der Spielzeugstadt, Digimon, König der Sykamöns, Cherrymon, Guadromon. Übrigens, die Seltenheit steigt danach immer weiter runter. Ich weiß nicht die genauen Grenzen, außer die Super Rare Karten. Hagurumon, Brachiomon. Wenn es ein bisschen asynchron ist, tut's mir leid. Ich habe heute fragmentiert, defragmentiert, und ich hoffe, dass es nicht mehr so arg asynchron ist. Greymon habe ich 6 Mal gerade. Devimon. Erdramon. Tyrannomon. Meramon. Sidramon. Kabuterimon. Hatten wir den nicht gerade schon, Kabuterimon? Na egal, hatten wir nicht. Angemon. Angemon! Birdramon, Garurumon, Frigimon, Vamon, Unimon, Ogremon, Shellmon, Centarumon, Bakemon, Dreamogemon, Monochromon, Leomon, Coelamon, Kokatorimon, Kuwagamon, Moyamon, Ninjamon oder Ninjamon, Penguinmon. Ich glaube, ab hier Penguinmon beginnt dann so die Crab-Karten irgendwie oder so. Otamamon, oder? Otamamon? Ja. Tentamon. Yanmamon. Gozumon. Flarisamon. Oder Flarerisamon. Toyagumon. Demimeramon. Tankmon. Oder Tankmon. Sorry, oder Tankmon, Goburimon, unser Freund Nomemon mit einem Haufen Shit, unser Freund Vegimon, Sukamon, Nanimon und zu guter Letzt Machindramon, Karte Nummer 65, also gibt es 65 Karten insgesamt. Ich weiß, es wird ein bisschen länger, das Video gerade, aber es gibt noch mehr, was ich euch zeigen möchte. Und zwar, da muss ich jetzt überlegen. Jo, da laufen wir hin. Und zwar möchte ich euch noch Shogun Gekomon zeigen, wo ihr den findet. Ihr müsst den mit einem kleinen Quest
freischalten, um dorthin gelangen zu können. Diesen Quest könnt ihr in meinem Let's Play verfolgen. Guckt euch einfach die Folgen durch. Die Folge schimpft sich der Froschkönig. So. Dafür müssen wir in den Geckosumpf. Dort muss man einen zufallsbedingten Kampf gegen Otamamon machen, um zum ersten Mal den Weg zu Shogun Gekkomon freizuschalten. Danach könnt ihr beliebig oft dorthin gehen. Shogun Gekkomon ist quasi dann euer bester Freund. Ach komm, Unimon. Verarsch mich nicht, ohne Spaß. Ich habe keinen Bock auf Kämpfe jetzt. Schon gar nicht in einem Special. Aber ich will natürlich euch auch den Weg dorthin zeigen, weil ich sag mal, ihr müsst ja irgendwie wissen, wie man da hinkommt. Sammeln den Digipilz ein und... Also den Digipilz müsst ihr nicht einsammeln, um das zu finden. Also nicht falsch verstehen, ja? Wartet kurz. So. Jetzt dürfen wir nicht in das Janmamon laufen und auch nicht in das... Boah. Janmamon Chaos. Und ihr müsst hier neben der Toilette links hochlaufen. Das geht nur, wie gesagt, wenn ihr dieses diesen Event freigeschalten habt. Dann kommt ihr zur Riesenvilla, die Geckomon-Villa. Da kann ich gleich noch zu sagen, wenn wir schon hier sind, dieses Geckomon hier. Verzeihung, ich möchte in die Stadt. Gern, aber was ist passiert? Ich möchte in der Arena kämpfen. Wir vom Stamm der Geckomon werden immer als rückständig belächelt. Bla bla bla. Das kommt immer wieder, der Text. Das geht erst, wenn ihr Greymon in der Stadt habt. Wenn ihr den Greymon-Kampf hinter euch habt, redet ihr mit dem und dann kommt er in die Stadt. Vorher kommt er nicht in die Stadt. Und der Text wiederholt sich immer. Also ich habe ja schon 100%. So, Shogun Geckomon. Ansprechen. Bonuspunkten. Wir haben im Moment 730 Punkte. Hier kann man Digimon-Karten vorzeigen, ab einem bestimmten Grad, ihr merkt es selber, ab Metall-Greymon ist die Karte 30 Points wert. Ich versuche jetzt mal zu schätzen, wann die Karte 10 Points wert wird. Greymon? Greymon ist schon 10 Points. Gucken wir mal Brachiumon. Okay, ab Greymon ist es nur noch 10 Points wert. Wir gucken mal, was es auch für Bonuspunkte gibt. Super Heilisk, Aloe Disc, Kraftchip, da kommen jetzt die ganzen Chips. Bunthorn, Wasserflasche, Rotmuschel, Schuppe, Eiskristall, das sind Digitationsgegenstände und Wunderroute, die braucht ihr, um Sidramon zu angeln. Und ja, ihr benötigt die Wunderroute. Ich habe das ausprobiert. Einer meiner Zuschauer meinte, man kann ihn auch so fangen, aber die Länge von der anderen Route dürfte nicht reichen. Ja, wie gesagt, das sind die Sachen, die ihr da bekommen könnt. Die Points könnt ihr gegen eure Karten eintauschen. Wir haben zum Beispiel doch vorhin... Ah, was mache ich denn jetzt? Eine Digimon-Karte vorzeigen. Wir haben doch vorhin zum Beispiel eine... Skygreymon war es nicht. Eine Mega-Sidramon-Karte gekriegt. Die geben wir ihnen jetzt zum Beispiel und wir kriegen dadurch 100 Points. Da oben werden sie angezeigt. So, Leute. Mehr gibt's nicht zu sagen zu dem Karten-Special. Das ist alles, was ihr über Karten wissen könnt, müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen noch mehr Special, wie zum Beispiel, ich zeige euch die ganze Digimon-Stadt und welches Digimon was tut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.